Mein Name ist Micky Beisenherz. Und mein Name ist Oliver Polak. Und zusammen sind wir Micky Beisenherz und Oliver Polak. Meinst du, Tom Buru war auch schon mal bei Burger King? Ja. Als er sich Volksnah geben wollte. Nein, Tom Buru war doch ganz lange Washington-Korrespondent. Dann war der bestimmt bei Wendy's immer. Oder Taco Bell, wenn er Style hat. Aber ey, ohne Witz, das bringt überhaupt nichts, über den Typen zu reden, den kennt eh niemand. Also, wir fahren jetzt in ein Kloster. Und da sind, glaube ich, Nonnen. Freunde, kennt niemand. Der hat jahrelang die Tagesthemen moderiert. Den kennt niemand. Ja, was machen wir jetzt die nächsten 3 Tage? Wir hängen mit Pinguinen ab. Ja. Dann schreiben wir ein Stand-up über die. Ja. Und dann kommen die Pingos in den Comedy-Club und ich mache ein Stand-up vor denen. Kleinwüchsige Nonnen. Kann das sein, dass wir unsere Randgruppen und Minderheiten nur danach auswählen, dass sie coole Selfies für Facebook geben? Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Micky, hi. Schwester Theresia. Oliver Polak, hallo. Schwester Theresia. Ja, tut mir leid, dass wir zu spät waren, aber ja. Er hatte Probleme mit seinem Auto. Ja, mir ist auf der Autobahn ein Reifen geplatzt. Ja, wunderbar. Und da muss ich natürlich gleich die Frage stellen, wo war Gott? Ja, das ist für mich auch ein Albtraum. Was ist das für ein, was wollte Gott mir an der Stelle sagen? Ich will zum Kloster fahren und brauche länger, ja, weil der Reifen wollte geplatzt. Sie prüfen, ja. Inwieweit sie geduldig bleiben und ruhig bleiben und ja. So weiter und nee. Sich drauf, trotzdem noch drauf freuen war, können, dass sie hier ankommen. Nee, Prüfung nicht bestanden. Was? Ich war super gelaunt. Ist der Laden hier katholisch oder evangelisch? Katholisch. Echt? Ah, okay. Ich finde, das sieht total evangelisch aus. Die Kirche sieht super evangelisch aus. Ist aber total katholisch. Echt? Echt? Aber so vom Bauwerk her, da fehlt mir so von außen so der ganze Prunk und Protz und auch letzten Endes die Geldverschwendung, die, für die meine katholische Kirche steht. Sehen Sie, das ist das, was mich unwahrscheinlich fasziniert an unserem Haus. Ja, das ist Einfache, so protestantisch das, daherkommt. Nein, dass es so einfach ist. Ja. Und nicht protzig und so. Ja. Mhm. Papst Franziskus würde diese Kirche lieben. Sehen Sie? Ja. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Also im Prinzip sehen unsere Zimmer alle okay. So aus, ne? Okay. Darf man mal rein? Das ist jetzt ein Gästezimmer. Also das ist ein Gästezimmer. Wie ist das als Ordensschwester? Ist das mit Beziehungen, Männern, Ehe? Gibt es sowas oder ist es ausgeschlossen? Also Ehe ist absolut ausgeschlossen. Wir haben ja 3 Gelübde. Ja. Einmal das Gelübde der Armut, dann Gehorsam. Das heißt, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Und das dritte ist eben die gottgeweihte, ehelose Keuschheit. Als Mann ist es so, dass man natürlich auch eine Sehnsucht hat nach Nähe, nach Körperlichkeit, nach Berührung und dann auch noch, was da danach kommt. Und das stelle ich mir schon hart vor. Warum soll man darauf verzichten? Also ja, zunächst mal, weil das ja heißt, ich lebe für Gott. Ne? Sie können eigentlich dieses Gelübde nur leben, wenn Sie Freundschaften leben. Mhm. Freundschaften leben können. Ja. Wenn Sie also durchaus die Gefühle wie Liebe und so weiter haben und sie auch leben können, nur den Bereich Sexualität eben nicht. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass einem irgendwann mal die Sicherung durchbrennt. Ne? Also das Interessante ist, nach dem 2. Vatikanischen Konzil sind ganz viele, sowohl Schwestern als auch Männer, ausgetreten. Also Schwestern und Mönche, ne? Ausgetreten. Interessanterweise, die Männer haben alle geheiratet. Die Frauen, die ausgetreten sind, von denen haben die wenigsten geheiratet. Aber ich betone nochmal, es ist ganz wichtig, dass man Freundschaften lebt.
Wie ist das eigentlich, wenn jemand stirbt, ne? Dann heißt es ja oft so, der ist ja jetzt oben im Himmel, der sitzt da auf einer Wolke und der guckt jetzt runter zu dir und beobachtet dich die ganze Zeit. Ne? Wird ja manchmal so gesagt, wo ich mir dann denke, ich will das glaube ich gar nicht. Ja, weil du kennst die Situation, in der du dich befindest. Ja, aber Sie müssen auch gucken, wer das sagt, ne? Ja. Also das sagt man vielleicht Kindern oder sowas. Ja, aber es gibt Erwachsene, die sagen das auch anderen Erwachsenen als Trost. Also ich hatte gerade, wie gesagt, sind die in irgendeinem Kinderglauben stecken geblieben. Ist das, ach so, ist das Kinderglauben? Das ist doch Quatsch, ja? Dass man auf einer Wolke sitzt da oben. Da kann man ja gar nicht sitzen auf einer Wolke. Aber da muss man doch jetzt auch ehrlich die Frage stellen, warum ist das Kinderglaube und warum ist der andere Glaube an Gott an sich? Warum, was ist denn, ab wann wird Glaube denn erwachsen? Ich glaube auch daran, dass ja. ich, um dieses Bild zu gebrauchen, in den Himmel komme. Genau. Aber das Bild in den Himmel kommen ja. heißt nichts anderes als bei Gott sein. Moment, ja. Und daran glaube ich. Glauben Sie ernsthaft dran, wenn Sie in den Himmel kommen, Sie werden morgen vom Auto angefahren. Nur als Beispiel, das hoffen wir natürlich nicht. Zumindest, ja. ne, wir wollen ja noch 2 Tage drehen. Und Sie glauben. Danach möchte ich auch noch leben. Ja, das müssen Sie ja mit ihm klären, nicht mit mir. Aber wollen Sie mir jetzt ernsthaft verklickern, dass wenn Sie in den Himmel kommen, ja, und die Tür aufmachen, dass David Bowie und Lemmy da sitzen und Sie mit denen dann chillen? Das weiß ich nicht. Aber Gott sieht uns jetzt ja, oder? Ich hoffe ja. Was letztlich da oben dann passiert, das wissen wir nicht. Aber was glauben, sind wir wieder beim Glauben. Was glauben Sie denn? Ich glaube schon, dass die Menschen, mit denen ich im Leben verbunden war und die vor mir weggegangen sind, also zu Gott gegangen sind, dass ich die wiedersehen werde, ja. Ich glaube das. Ja. Das heißt, wir sehen uns wieder? Sie sind, also so ganz nah stehe ich Ihnen noch nicht, habe ich gesagt. Ich habe noch nicht gesagt. aber ich hoffe ja auch nicht, dass Sie nach diesen Dreharbeiten das Zeitliche segnen. Ich habe immer noch nicht ganz begriffen, warum die sich für so ein Leben entschieden. Weil das einfach, weil es für mich nach wie vor allem widerstrebt, was den Menschen ausmacht. Es ist doch bis zu einem gewissen Grad einfach auch lustfeindlich. Ich bin ganz sicher, ne? Also ich will das echt nicht ausprobieren. Ne? Ich glaube auch, ne, der Mensch, Berührung und so, ich glaube, wenn dann wirklich mal Zärtlichkeit, wenn du dann mit so einer Frau, zum Beispiel im Pool wärst oder so, ne, und plötzlich bestimmte, nein. Im klostereigenen Sparbereich. Kommen Sie rein, herzlich willkommen. Vielen Dank. Morgen. Gehen Sie durch. Ja, hier. Links, hier, rechts hier. Morgen. Rechts. Immer der Gesinnung nach. Morgen. Also Olli wollte eigentlich schon auf der Massagebank Platz nehmen. Ich weiß nicht, also. Wie ist es eigentlich mit Fluchen? Ja, fluchen Sie. Steht schon im Alten Testament, da wird schon geflucht. Gibt es eigentlich so eine Präferenz, wenn man Ordensschwester ist? Alte Testament, Neue Testament? Was gefällt einem besser? Wo sind die Geschichten besser? Als ich früher junges Mädchen war, da habe ich mich also vertieft ins Alte Testament. Ja. Dann hat meine Mutter immer gesagt, jetzt hör mal endlich auf damit. Ich sage, das ist so interessant, die Geschichten, ja. Sind ja auch Lehrgeschichten, die da drin sind. Und lese ich also unwahrscheinlich gerne. Sprich, die Eltern waren gar nicht so begeistert vom Studium des Alten Testaments? Also ich komme aus keinem religiösen Elternhaus. Okay. Da war keine Bibel, keine Religion. Ja. Und dann habe ich da gesessen und habe gelesen. Das war meiner Mutter einfach zu viel. Aber ist es, weil Sie gesagt haben, der Haushalt war nicht religiös geprägt, mhm. keine Bibel, nichts. Zu der Zeit waren ja eigentlich alle Haushalte religiös, oder? Ich bin in die Schule gekommen und war noch nicht getauft. Ja. Und bin erst im ersten Schuljahr getauft worden. Ja. Und auch eine meiner besten Freundinnen, die hat mir immer Geschichten erzählt oder hat mich zum Beispiel auch sonntags mit in die Kirche genommen. Ja. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und so bin ich an die Bibel gekommen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, was ist genau das, der Beruf? Also was machen Sie? Er ist Kameramann. Ich schreibe, Micky schreibt auch, das sind so und so. Was machen Sie den ganzen Tag? Also ich habe Begegnungen mit den Menschen, ich führe Gespräche mit den Menschen. Hören zu? Ich höre zu, vor allen Dingen. Ich gehe an die Füße oder an den Rücken, wo auch immer. Und das sind immer Berührungen. Also ich würde gerne diese Fußreflexion-Massage auf jeden Fall ausprobieren. Ohne Happy End, einfach nur ganz normal. Während
sie da drüben liegen, gleich, sie oder sie, mir ist das egal, ja, können sie entweder schweigen oder aber sie können sich mit mir unterhalten. Wie ist das eigentlich, Sterbebegleitung, ist das auch ein Thema? Ja, ich mache auch Sterbebegleitung. Gestern Morgen zum Beispiel war ich erst im Ebernhahn in einem Haus und habe da eine Bewohnerin besucht, die auch regelmäßig hier zu mir kam. Dann hat sie ganz feste meine Hand gedrückt und hat gesagt, Georgis, bete mit mir. Mhm. Und dann habe ich laut mit ihr gebetet. Ja, aber am Ende ist Glaube doch eigentlich immer nur die Hoffnung auf mildernde Umstände, oder? Ich denke, unser Glaube ist ja eine frohe Botschaft. Das muss man einfach mal sagen. Christus ist auferstanden für uns. Wenn das nicht wäre, wäre alles sinnlos, ne? Und ich denke, von diesem Aspekt her zu sehen, können wir froh sein und können wir froh unseren Weg gehen. Ja. Ich habe eine Frau mal hier gehabt, da war ich auch an den, manchmal ist es ja so, wenn man an den Füßen arbeitet, dann werden Blockaden innerlich gelöst, ne? Und eine Frau weinte ganz, ganz still vor sich hin. Ich habe an den Füßen gearbeitet und die Tränen flossen. Dann hat sie zu mir gesagt, Schwester Georgis, ich wünschte, mein Mann würde mich mal so in den Arm nehmen. Ich sag, hast du deinem Mann das auch schon mal gesagt? Lange schon nicht mehr, hat sie gesagt. Ich sag, dann geh mal schnell nach Hause, sag einen schönen Gruß von mir. Ich hätte gesagt, er soll dich mal fest, ich kannte die, ja. Er sagt, einen schönen Gruß von mir, soll dich mal fest in den Arm nehmen. Als mein Bruder so weit war, dann habe ich ihn besucht und ich habe ja eben schon mal gesagt, ich kam aus keiner religiösen Familie und ich habe mit meinem Bruder auch nie über religiöse Dinge gesprochen, war nie ein Thema. Und als es ans Sterben ging, dann war ich bei ihm am Bett, am Krankenbett und dann hat er mich angeschaut und hat zu mir gesagt, gibt es deinen Gott? Hm. Ich sag, unseren Gott gibt es. Und da hat er sich umgedreht. Da war er ruhig. Das war, ja. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Wir wollten gar nicht den Gesang unterbrechen. Wir wollten uns nur mal das ansehen und im Zweifel. Ich hatte mal, Sie wollten mit uns singen. Das hängt immer ein bisschen vom Song ab. Haben Sie auch was von David Guetta? Das Schuhwerk wird hier ausschließlich nach Bequemlichkeit ausgesucht. Nicht hier. Ja, aufpassen, dass wir jetzt singen Ewigkeit. Ja? Aber wir sind doch im Rheinland. Ja, da hört man direkt, dass wir aus dem Rheinland sind. Die rheinische, rheinische Melodie. Ewigkeit hört sich nicht schön an. Hört sich doch nicht gut an. Ich finde, das hört sich sehr gut an. Sehr gut an. Ja. Gut. Darf ich eine Frage stellen noch? Ich sehe, es sind ein paar Ordensschwestern da, die, ne, die Uniform quasi tragen. Und dann gibt es ein paar Damen, Zivil. Die in Zivil quasi da sind. Warum ist das so? Also die Ordensschwestern dürfen wählen, ob sie Tracht tragen oder Zivil. Ja. Und ich bin zum Beispiel keine Ordensschwester, ich bin angegliedert. Das heißt, ich lebe wie eine Ordensfrau, darf aber heiraten und... Oh, ist ja super. Also für Sie läuft alles gut. Ja, ja. Da muss ich jetzt natürlich mal die Nachwuchsfrage stellen, weil, also, wie formuliere ich das jetzt, ohne beleidigt zu werden? Also es ist jetzt nicht die klassische U30-Party, die hier zusammen ist. Also sprich, der Altersschnitt ist ja also höher als im durchschnittlichen Club. Sagen wir mal Ü40. Ü40, so. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? In Deutschland, aber in den Missionsländern. Die Missionsländer sind zum Beispiel? Indien, Brasilien, Kenia,
Mexiko, Nigeria. Ist es da anders, dass Ordensschwestern auch regen Zulauf haben, was jüngere Frauen angeht? Auf jeden Fall. Weil diese Länder auch so katholisch geprägt sind? Also in jetzt aber speziell Brasilien und Mexiko, weil diese auch sehr drittes Jahr. Mexiko weniger, aber Kenia und Nigeria und auch in Brasilien. Okay. Wo sind unsere Chorleiterin geblieben? Ja, das ist abgehauen. Aber ey, kein Problem, ich hab's auch drauf. Komm mal hierher, Hildegard. Ich werde hier gar nicht gebraucht. Lass doch, hier. Es ging ja darum, eine Chorprobe ausschnittsweise zu filmen. Ja. Ja. Die habe ich gut vorbereitet. Und jetzt wird hier nur... Wir haben uns verquatscht. Wir haben uns wirklich verquatscht. Man ist ja manchmal so Sympathie... Nicht jetzt da. Ja, ja. Wenn wir dürfen, hören wir noch mal kurz zu. Einfach. Am Sonntag würde ich gerne als Kyrie die Nummer 161 singen. Eins, zwei. Kirche ist doch eigentlich eine Mischung aus Aberglaube und magischem Denken, oder? Ich begreife auch wirklich nicht so ganz, wie Theologie funktioniert. Weil letzten Endes, das sind ja sehr kluge Leute, sehr intelligente Leute. Und die studieren etwas und leben ja im Zweifel auch danach, was einzig und allein auf äußerst vagem Hörensagen beruht. Mache ich jetzt den Stand-up-Auftritt, oder? Einfach loslegen. Okay. Du lässt jetzt ja dein Kind taufen, ne? Und so, was du gerade so erzählt hast, hört sich das nicht unbedingt an, dass du wirklich an das alles glaubst, so grundsätzlich. Und dann würde mich interessieren, warum, wenn das eher deine Meinung ist, warum du dein Kind taufen lässt. Weil es, jetzt mal ganz simpel gesagt, A, weil ich für den Laden schon seit Jahren zahle, jetzt wird es auch Zeit, dass ich mal was zurückkriege, und weil es eine schöne Zeremonie ist und es vielen anderen Menschen aus meinem familiären Umfeld was bedeutet. Ich habe ja so einen 5%igen Restglauben, weil viele Dinge im Leben ja passieren, und darauf basiert ja nun mal Glaube, die so schwer fassbar sind, dass natürlich immer noch so dieser leise Zweifel da ist, na, vielleicht ist ja doch da irgendetwas. Meine Meinung ist zum Beispiel, warum dann nicht das Kind, wenn es dann alt genug ist, selber entscheiden lassen, ob es da Bock drauf hat oder nicht. Aber dafür ist ja dann zum Beispiel sowas wie die Firmung oder die Konfirmation da. Das ist doch ein guter Zeitpunkt. Ich will dich überhaupt nicht angreifen. Ich versuche es. Wir sind nur hier und setzen uns ja damit auseinander. Ja, es ist ja auch eine diskutable Frage. Also natürlich kann man das auch lassen. Aber wenn man es in diesem Falle als schönes, kleines Fest begreift für das Würmchen, wo sich alle freuen, dass sie kommen können, ein bisschen Musik haben und ein klassisches Zeremoniell. Das Würmchen hat ja null was davon. Ja, doch, wir haben ja schöne Fotos später. Was machen wir jetzt denn überhaupt hier? Tanzen. Tanzen? Ja. Sie auch? Weiß ich noch nicht. Sehen Sie Schwester Christel und Oliver Polak mit dem eingesprungenen Rumba. Let's dance. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat an einem Donnerstagabend für 2 Stunden hier zum meditativen Tanzen. Was nicht nur meditatives Tanzen ist, sondern was auch eine Form von Gebet ist. Okay, oder? Wenn es jetzt für mich nicht okay wäre, würden wir es wahrscheinlich trotzdem machen. Okay. Ich will öffnen meine Sinne und in aller Stille lauschen. Und im Gehen will ich spüren, öffnen meines Herzens Türen. Ich will öffnen.
ich habe das ja mal, als ich in der Psychiatrie war, dann gab es ja auch so Tanzen und so. Und das gab's ist schon, das? Ja? Ja, und das ist auch grundsätzlich, um mit seinem Körper so in Verbindung zu kommen, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber das waren ja einfach grobmotorische Minimalbewegungen, die man da macht. Das hat ja überhaupt nichts mit Fühlen und Spüren alles richtig, fand ich. Das werden die natürlich völlig anders sehen, ja, ja, weil die sich da auch anfassen und wippen und sich im Takt wiegen und die Arme gen Himmel ausbreiten. Ich fand es musikalisch zum Glück nicht ganz so nervig. Ich fand dieses eine Stück sogar mit diesem kleinen Gitarrenintro, fand ich sogar ich ganz auch, angenehm. Ging mir auch so. Fand ich irgendwie ganz okay. Musik ist ja ein super Transportstoff für Botschaften, aber die sind halt einfach, ich finde, dadurch, dass man immer nur in Christus die Lösung sucht und sagt, der ist hier, der ist da, der ist mal fern, mal ist er nah, das ist doch total einfach. Mal bin ich nah, mal bin ich wieder fern. Christus ist Grobi. Christus, ja. Jetzt bin ich nah. Jetzt bin ich fern. Jetzt bin ich nah. Und jetzt bin ich noch viel weiter weg. Jetzt bin ich noch viel weiter weg. Könnt ihr mich noch sehen? Das ist, oh mein Gott. Okay, das war einer zu viel. Das war ein Zeichen. Guten Abend. Hallo. Komm, das sind so viele, sind es ja nicht. Hallo. Miki, hallo. Oliver, hallo. Miki, hi. Also, Oliver. Und was gucken Sie? Nein! Ach, das ist ja abgefahren. Ja, er kennt den ja. Und meine Ex-Freundin spielt da auch mit. Sollen wir versuchen, den mal anzurufen? Mal gucken, vielleicht ist er ja gerade. Vielleicht guckt er ja gerade seine eigene Sendung. Hallo, Hans. Grüß dich. Guten Tag. Herr Weisenherz, Sie sind der erste seit 2 Jahren, der mir einen FaceTime-Anruf schickt und den ich annehme. Also erstmal musst du mal sehen, was wir gucken. Nein, Herr Pollack. Herr Pollack ist da. Weißt du, wo wir gerade sind? Jetzt guck mal hier. Siehst du das? Oh. Ja, wir sitzen gerade mit den Ordensschwestern. Jetzt seien Sie mal alle ganz freundlich. Hallo. Hallo. Guten Abend. Wie geil ist das denn? Wir sind gerade in einem Kloster in Montabaur. In Dernbach. Im Kloster in Dernbach. Und wir drehen hier gerade für unsere WDR-Sendung das Lachen der anderen. Also es ist keine versteckte Kamera in dem Sinne, sondern... Offensichtlich nicht, ich sehe sie ja. Und wir drehen 3 Tage hier im Kloster und lernen die Ordensschwestern kennen. Und am Ende macht Olli einen Stand-up über die Damen vor den Damen und ich assistiere ihm dabei. Dürfen die Damen eine Frage an dich stellen? Ja, bitte gerne. So eine Art Meet and Greet. Eine Frage an den Bergdoktor. Den Heiland haben wir nicht auftreiben können, aber immerhin den Bergdoktor. Gibt es eine Frage? Siehst du mal, alle Fragen geklärt. Ich denke, er macht die Sendung, geht ja jetzt schon lange und die Sendung macht er sehr prima. Ja, privat ist ja ganz anders. Ja. Bist du denn gerade beim Drehen oder wo bist du gerade? Wir sind beim Drehen gerade. Ich bin jetzt hier in Söll in den Bergen. Und jetzt möchte ich sagen, dass mich dieser Anruf und das, was ihr da macht, mich ganz arg berührt und das ganz, ganz echt steil und super finde. Vielen Dank für den Anruf. Ganz witzig, oder? Dann die Damen, grüßen Sie ihn nochmal. Schön, dass wir gesprochen haben. Alles gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe ja gesagt, er ist ein guter. Schöne Einlage. Ja. It's so much easier to start at the rubble when everything is broken, falling apart, and all the ties are loose and nothing stops a clean restart. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit dem Stand-up, aber ich habe gerade, also auf so ein wacken Stand-up habe ich gerade keinen Bock auf die kleinen Witze und bla und Kirche. Du bist so und das ist so, sondern ich habe eher Lust auf das große Ganze. Nee, ja, auf das große Ganze und es kann auch ernst werden und vielleicht wird am Ende auch niemand lachen, aber trotzdem das zu sagen, was man vielleicht... Also uns wurde ja schon auch tatsächlich auch vorgeworfen, dass wir diesen einen Schritt nicht schaffen.
Das heißt, die erwarten jetzt auch von uns nicht, dass wir zum katholischen Glauben in dem Sinne übertreten, sondern man steht an dem Abend da und sagt, ich erkläre dir jetzt, warum es bei mir nicht funktioniert. Und zwar aus diesem Grund. Und so könnte das dann nicht funktionieren. Schwester, ach, wir haben uns doch gestern Abend schon kennengelernt. Ja. Moin, hallo. Hallo. Stimmt, richtig, hallo. Ich erinnere mich. Also das allererste, was ich natürlich schon mal sehe, ist, und dafür liebe ich euch ja schon, direkt erstmal Maggi auf dem Tisch. Und seit wann sind Sie in dem Orden, wenn ich fragen darf? 62 Jahre. Also mit 3 reingekommen? Nee, mit 19. Wenn man 17, 18, 19 ist. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Mädchen in ihrem Alter damals alle in den Orden eintreten wollten. Also dann gehen ja auch welche tanzen oder haben einen Freund oder irgendetwas. Aber das hat sie einfach nicht interessiert, ne? Nee, und das ist ja eine besondere Berufung auch. Hatten Sie da dann mal einen Freund vorher oder so? Gar nicht? Nein. Gab es denn noch nie den Moment in Ihrem Leben, Sie sagen, Sie sind 81, wo es so eine Sehnsucht gab, vielleicht auch einen Freund zu haben oder einen Mann, einfach so eine männliche Komponente? Oder ignoriert man das einfach, weil man weiß, es ist verboten? Nein, ich habe nie eine Sehnsucht gehabt. Ich habe ja Gelübde gemacht und da wusste ich ja vorher, was ich tat. Es gibt ja eine Form von Berührung, also Berührung im Sinne, dass man sich mal umarmt oder sagt, hey Mensch, wie geht's dir? Oder so streichelt, aber dann gibt es ja noch eine Form der intensiveren Berührung. Wir leben ja mit Menschen zusammen. Wir verstehen uns und wir sind uns gut untereinander. Ja, aber man kann ja nicht so richtig kuscheln, ne? Also das so muss nicht immer sein. Ich habe das Leben mir so gewählt und das bleibe ich bei. Dem bin ich treu. Was glauben Sie, was nach dem Tod passiert? Ja, wir sind bei Gott. Und wo ist das? Ja, das weiß ich auch nicht. Da lass man es überraschen. Ich habe mich zum Beispiel öfter gefragt, bei großen Katastrophen und vor allen Dingen Zweiter Weltkrieg, den Holocaust, wenn es da einen Gott gibt. Also, der gibt jetzt, es. Ja, aber okay, ja. Nee, aber ja. Wo war denn Gott, als er 6 Millionen Juden hat sterben lassen? Warum macht Gott das? Der hat das zugelassen. Aber warum? Ja, das ist die Frage, die bleibt stehen. Wenn jemand die Treppe runterstürzt, würden Sie dann sagen, sie ist gestürzt, weil Gott das so wollte? Nee, das würde ich nicht sagen. Die ist unglücklich gefallen. Ja, aber da frage ich, aber dann Entschuldigung, warum fällt einer unglücklich ins Mittelmeer und der andere fällt, und dann ist es Gottes Wille und der andere fällt die Treppe runter, dann ist es, weil die Treppe nass war. Das verstehe ich nicht. Wo ist da die Grenze? Jeder kann mal fallen, da kann man ja. Das ist ein Ding, das kann ich Ihnen nicht erklären. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Richtig. Ich glaube, Sie müssen sich mal um Schwester, wie hieß die Schwester, die wir gerade getroffen haben? Entschuldigung, Eucharia. Ja, und die müssen sich später ein bisschen kümmern. Wir haben die, glaube ich, sehr hart in die Mangel genommen. Ja, wir hatten viele Fragen. Aber Theresia kennt das ja schon. Was mir nur aufgefallen ist, dass ich so das Gefühl habe, dass sie nicht so ganz akzeptieren, dass das eine Lebensentscheidung ist, die wirklich einen Wert hat. Sie stellen das alles in Frage. Ja, wir stellen grundsätzlich, das stimmt, wir stellen tatsächlich grundsätzlich alles in Frage. Aber es ist tatsächlich natürlich uns nicht so einfach zu vermitteln, dass der Wert dieser Lebensentscheidung, die Sie getroffen haben, höher ist als das, was sonst noch auf Sie warten würde, wenn Sie diese Lebensentscheidung nicht getroffen hätte. Wir hatten vorhin, gehen wir direkt ans Eingemachte, wir hatten vorhin das Thema Holocaust. Die Frage, wo war Gott, als 6 Millionen Juden ermordet worden sind? Muss es gleich so viel Leid sein? Nein, nicht so viel. Ich meine, was Sie fragten, wo war Gott im Holocaust? Was ist denn Ihre Antwort? Das ist meine Antwort, da erzähle ich immer.
dass diese ist passiert, ist nicht erdachte Geschichte. Ich meine, es wäre in Dachau oder in Auschwitz, ich weiß jetzt nicht der Ort. Ein Gefangener hat es geschafft abzuhauen und Sie wissen, alle mussten nach vorne kommen und dann Zehnte, Zehnte, Zehnte. Und bei ein Zehnter war ein kleiner Junge und die wurden alle erhängt. Ein Erwachsener beim Erhängen bricht den Knick und ist sofort tot. Der Junge nicht, weil er so leise und zappelte herum. Und ein Gefangener sagte zu dem anderen, wo ist Gott? Und einer hinter ihm, wir wissen nicht, wer er war, sagte, da ist er, der hängt. Okay. Wenn Gott in Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ist er durch das Leid jeder einzelne von uns gegangen. Das ist, was uns stärkt im Leid. Auch geil, ne? Mal eben so zwischen Kartoffeln und Fisch mal eben den Sinn des Lebens und den Holocaust durchdiskutieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei manchen Leuten, nicht bei allen, ne, aber wirklich ein Vorwand ist dafür, sich mit Dingen eigentlich nicht auseinandersetzen zu müssen. Ne? Dass man immer sagt, Gott wird es schon richten, Gott will das so. Ja, was ich interessant finde, und da kommt natürlich auch wieder ein sehr, weil letzten Endes muss man ja das, darauf können wir uns ja glaube ich auch einigen, dass die Kirche erstmal grundsätzlich etwas von Menschen gemacht ist. Die Menschen haben sich ja zusammengeschlossen und haben dann irgendwann gesagt, es gibt den Gott und den beten wir an. Das ist der Punkt, Herr Bayernherz. Wenn Sie sagen Metapher, dass ich sage, für mich ist das eine lebendige Person, mit der ich eine Beziehung habe und eine Beziehung pflege. Und das ist eine andere Situation. Ist keine Metapher, nicht irgendwas. Aber also, wo ist denn die lebendige Person? Ich erfahre die. Ich erfahre die im Alltag. Und jeder, der hier sitzt, wird Ihnen das Gleiche sagen. Ja. Millionen von Menschen werden Ihnen das sagen. Zig Atheisten, die Gott erfahren haben und gläubig geworden sind, werden Ihnen das sagen. Sie erfahren Gott, sie haben Gott erfahren. In dem Moment, wo ich mit ihm lebe, ja, so wie wir das tun, dann kriege ich auch meine Hilfe von ihm. Wenn ich natürlich nicht mit ihm rechne, dass er da ist und dass es ihn gibt, dann ist logisch, dann sehe ich auch nicht, wo er mir hilft. Versuchen Sie mal nur einen Tag so zu leben, dass es Gott gibt. Was meinen Sie, wie anstrengend das ist? Ja, vielen Dank für die Offenheit, für die Geduld, auch dass Sie uns ausgehalten haben. Richtig, das war der Begriff der Prüfung, kann man ja. Das wissen Sie mal, das wie er sich fühlt die ganze Zeit. Herausforderung. Ja. Eine gute Herausforderung. Ja. Ja? Also auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass Sie auf die Idee gekommen sind, Kloster als eine fremde Lebenswelt herauszufinden. Ja. Und, das rauszufinden, dass es eine fremde Lebenswelt ist, das hat nicht lange gedauert. Ne? Aber es ist eine sehr interessante Lebenswelt. Und wir haben uns tatsächlich, das kann man glaube ich sagen, schon sehr wohl hier gefühlt und haben uns gut aufgehoben gefühlt. Dann würde ich sagen, weil wir noch nicht denselben Weg gehen, gehen wir jetzt da lang und Sie gehen vielleicht da lang, oder? Okay. Alles klar. Alles Gute, vielen Dank nochmal. Alles gut. Ja, vielen Dank. Dann, ne? Genau, bis zur Show. Alles klar. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Also ich glaube, ich habe alles unter Kontrolle. Ich
ich habe überhaupt keine Vorstellung, was auf uns zukommen könnte. Ich war noch nie in so etwas drin, in so eine Show oder in einer Vorstellung. Bin ganz erstaunt, wo wir hier sitzen. Ja, wir machen es einfach mal mit. Ich habe keine Erwartungen, wir lassen es mal auf uns zukommen. Ich habe guten Sitz, nette Leute vor mir, hinter mir noch mehr. Sie haben das erste Mal gelacht. Wir waren 4 Tage bei euch, jetzt das erste Mal. Oh Gott, jetzt ist alles. Also ich kann jetzt nicht nochmal, ne? Machen nachher noch Bodysurfen und dann, ja. ja, so, genau. Erstmal schön, wirklich schön, dass ihr gekommen seid. Ihr wart ein bisschen länger unterwegs. Noch Spielcasino oder was war los? Durch euch habe ich eine ganz neue Erfahrung gemacht, wirklich. Das war nämlich für mich das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich 4 Tage am Stück nicht onaniert habe. Das war wirklich. Und ihr habt es mir manchmal schwer gemacht, weil dadurch, dass ihr einen ja nicht ranlässt, hat mich das dann manchmal doch ein bisschen horny gemacht. Aber es hat geklappt. Nochmal Dankeschön erstmal an dieser Stelle. Die Frage ist, wo ist Gott? Und wir hatten ein Gespräch mit Schwester Angela. Und da hat Schwester Angela uns die Geschichte erzählt aus dem Konzentrationslager, wo ein kleiner Junge am Galgen aufgehangen werden sollte. Und viele andere standen daneben und jemand fragte in der Situation, wo ist Gott? Und dann ist doch jemand aufgestanden. Nein, und jemand hat gesagt. Jemand hat gesagt. Woher wissen Sie, dass er nicht aufgestanden ist? Die standen schon alle. Ach, die standen schon alle. Okay, sorry. Brauchte keiner aufzustehen. Ja, 1:0 für Sie ist ja gut. Wenn es Gott gibt und er ist der Allmächtige, ja, und er kann jede Gestalt annehmen, ne? Warum man alles in der Welt taucht er dann in Nazi-Deutschland auf, in Form eines kleinen jüdischen Jungen? Ich meine, das ist nicht besonders clever, oder? Ich meine, der hätte ja auch durch den Dornbusch reden können, da wäre alles ein bisschen softer gewesen. Nur der ist da, wo man ihn braucht. Gott? Ja. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Und da sind wir nämlich direkt beim nächsten Punkt. Wenn wir dann über Gott gesprochen haben und dann kamen wir fast dahin, dann hatten wir ihn fast, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ihr so die Nebelmaschine rausgeholt habt. Und dann war plötzlich so, nee, der ist nicht da. Nee, der ist nicht da. Ich kam mir irgendwann vor wie so ein SS-Offizier, der Anne Frank sucht. Wirklich, nee, die ist nicht da. Ganz ruhig, Anne Frank ist ja nur ein Film, ne? Ihr habt auch gesagt, die jungen Mitglieder, es ist ein bisschen so, dass die euch ein bisschen abhanden kommen und dass ihr euch jetzt auch auf andere Länder, Brasilien, Argentinien und so konzentriert, um da zu gucken. Und das ist ja eine alte deutsche Tradition, ne? Sein Glück in Südamerika suchen, ne? Wenn es hier nicht mehr läuft. Und ich habe das Gefühl bei euch, dass Gott ein Vorwand ist für euch. Ein Vorwand, manchmal eine Fluchttür, auch wenn es in der Realität mal zu hart wird, dass ihr einfach durch diese Tür flüchten könnt. Und dann gibt es noch irgendwie dieses, manchmal sagt dir, das hat Gott so gewollt und manchmal heißt es, ey, das war Pech. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter da ist, ey. Alles, was richtig muss sein. Miki und ich sind eh der festen Überzeugung, dass Sie jüdisch sind. Wir haben schon Wetten bei Bet & Win drauf abgeschlossen. Es war wirklich... Wir machen jetzt einen Deal, okay? Ich sag erstmal das, was ich sagen will. Okay. Und danach kriegen Sie das Mikro und Sie dürfen auch nochmal sagen. Aber dann nicht so lange. High five. Wie nicht, Sie nicht so lange? Nein, Sie nicht so lange. Alter, ich werde gleich richtig aggro, ey. Und ich habe noch so nett über Sie geredet. Ne? Wie kann man sich in einem Menschen täuschen? Dann haben wir uns gegenseitig getäuscht. Okay, beruhigen Sie sich. Wir haben dann nämlich gefragt, Holocaust, ne, war ein Thema. Und da hieß es, das hat Gott zugelassen, war die Antwort. Allerdings, wenn eine Schwester im Treppenhaus ausrutscht, ja, das ist irgendwie doof gelaufen, die hat Pech gehabt. Und da denke ich mir auch, wo ist da der Maßstab? Ich meine, wo ist da die Untergrenze? Kommt Gott erst ab 1000 Leuten? Ist das so ein bisschen wie Madonna, die dann erst auftritt, so? Ich meine, das war nämlich interessant. Wenn du Juden fragst, ja, warum der Holocaust stattgefunden hat, antworten sie dir, das war die Strafe von Gott,
weil sie sich zu sehr mit den Deutschen vermischt haben, ja? Das ist dann so die Antwort. Und finde ich ein bisschen hart, so eine Strafe, oder? 6 Millionen gleich, ich meine, der hätte auch einen Tag als Strafe ohne Facebook gereicht, oder? Wobei, ist nicht eigentlich schon die Strafe an sich, dass man sich mit Deutschen vermischt? Genau, und dann war die Frage auch, was leistet Gott, oder? Haben wir auch drüber gesprochen, also Micky und ich wollten oft wissen, was gibt er, was leistet er? Und dann hieß es immer, er geht das durch das Leid jedes einzelnen Menschen, oder? Da dachte ich auch, das ist so ein kompletter Schwachsinn. Ich meine, minderjährige Prostituierte am Bahnhofstrich in Bukarest, die ist schon nach 30 Freiern durch. Wie will denn ein Typ durch das Leid von Milliarden Menschen gehen? Wenn ich einmal S-Bahn in Berlin fahre, habe ich schon Burnout. Sie sind doch nicht Gott. Bitte? Ja, Sie sind doch nicht Gott. Ich bin nicht Gott? Woher wissen Sie das? Nein. Woher wissen Sie, dass ich nicht Gott bin? Weil ich Gott kenne. Moment. Ach, Sie kennen Gott? Ja. Moment. Wir haben eine Situation, dass ein Jude vor mehreren Katholiken spricht. Ja. Wir kommen jetzt zum schönen Teil, ne? Der Bergdoktor. Das fand ich interessant, als ihr da so kuschelig auf dem Sofa und in den Sesseln gesessen habt und auf den Bergdoktor gewartet habt. Und dann saßt ihr wie paralysiert wirklich vor dem Bergdoktor und ihr habt geschaut, wie er den Menschen hilft, wie der die Menschen heilt, wie er für alle da ist, quasi wie Gott. Nur mit dem Unterschied, dass der Bergdoktor dann auch wirklich auf Mickys Handy dann mal aufgetaucht ist, im Gegensatz zu Gott, oder? Ja, aber im Grunde der Bergdoktor, ne, der ist ja gar kein Arzt. Das ist nur eine Serie, ein Schauspiel, eine Inszenierung für Millionen Menschen. Nur, dass der Bergdoktor im Vergleich zu Gott die bessere Quote hat. Und ich möchte diesen Stand-up beenden mit einem Vers. Ihr kennt ihn alle. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu elendem Leid. Schwester Theresia, welcher Vers? Ich kenne den nicht. Ist auch nicht von Gott. Ist von Yoda. Aus Star Wars. Eine Figur, die sich Leute ausgedacht haben. Aber wem erzähle ich das, ne? Das war's. Dankeschön. Aber wenn Sie mal die Gelegenheit haben und kommen mit Zeit zu uns. Ja. Wir sind auch innerlich sehr offen dafür, weil wir Sie jetzt im Blick haben. Und Sie müssen sich gefallen lassen, dass wir unseren Chef, und das ist für uns, ich sage das in dem Sinn mal Gott, auch animieren, für Sie da zu sein, in irgendeiner Form Sie zu bewegen, wie auch immer. Ja, wir haben das als außergewöhnlich schön empfunden. Wir fanden das wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn es nicht immer so gewesen, wobei, stimmt ja gar nicht. Also, dass wir Sie mit Fragen gelöchert haben und gebohrt haben und nicht losgelassen haben und uns immer wieder... Das war ja Ihr Prinzip. Ja, das ist das Prinzip, aber das zeugt ja auch davon, dass wir uns wirklich dafür interessieren. Klar, wir würden natürlich auch gerne, dass irgendeine von Ihnen irgendwann sagt, wisst ihr was, ich höre jetzt hier auf und gehe doch noch und werde Tänzerin im Lido. Aber es ist halt einfach nicht passiert. Wir hätten es gern gehört, aber es ist einfach nicht passiert.